Hey Leute, hier ist nochmal Dave zusammen mit Dino. Wir haben heute nochmal ein paar optionale Übungen für euch, die ihr dann zu einem eigenen Workout zusammenstellen könnt. Ihr kennt die Belastungsintensitäten vom Vortag nochmal. Wie gesagt, für Anfänger 30-15, fortgeschrittene 40-20 oder für richtig hart gepumpte 60-10. Achtet darauf, die Übungen sauber auszuführen, zu atmen, und dann wünschen wir euch richtig viel Spaß mit den Übungen. Haut rein! Alright, Lunges, essentiell für jeden Fußballer, ich glaube, hat jeder schon gemacht, lässt sich ganz, ganz easy ins Training einbauen, ob draußen oder zu Hause. Ihr habt natürlich zu Hause nicht so viel Platz wie draußen. Ich mag das gerne, wenn ich draußen bin, dass ich die Ausfallschritte immer im Wechsel nach vorne mache. Das heißt, ich bewege mich nach vorne, könnt ihr gerne auch so machen, wenn ihr irgendwie im Park seid oder einen Vorgarten habt, dass ihr 10 bis 20 Schritte insgesamt nach vorne weg macht. Wenn ihr die Übung zu Hause machen wollt, macht ihr sie einfach im Wechsel Ausfallschritt nach vorne. Achtet darauf, wieder Oberkörper schön aufrecht, nicht nach vorne wegzuknicken. Drückt euch nach hinten und dann im Wechsel auch hier wieder 10 bis 20 Wiederholungen. Und dann habt ihr schon mal ein richtig geiles Workout oder eine richtig geile Übung. Alright, Dino, zeig doch mal vor und dann sage ich, worauf die Leute zu achten haben, wenn sie das zu Hause machen. Alright, let's go. Genau. Achtet drauf, dass ihr einen guten Schritt macht. Mach ruhig einfach weiter, Dino. Genau, dass der Schritt nicht zu klein ist, dass die Kniespitze nicht über die Zehenspitze ragt und wie ich immer predige, Gesäß und Bauchmuskulatur anspannen. Alright, je nach Intensität. Wie gesagt, könnt ihr das als Wiederholungsform machen. Da empfehle ich, gerade für uns Leistungssportler, 10 bis 20 Wiederholungen insgesamt. Eigentlich 10 mindestens, eher 20. Oder ihr macht das Ganze halt auf Zeit. Packt euch das Ganze in einem schönen Workout zusammen, wo ihr euch 4, 5, 6 Übungen aussucht. Und dann macht ihr das Ganze auf 30 Sekunden Belastung, 40 Sekunden Belastung oder auch 60 Sekunden Belastung. Dann ballert das ordentlich. Noch eine Wiederholung pro Seite, Dino. Dann reicht das auch. Sehr schön. Alright, die nächste Übung ist eine kombinierte Übung. Richtig geile Stabi-Übung, Kräftigungsübung für Chormuskulatur und auch ein bisschen für die Beine. Du gehst gleich bitte in die Liegestützposition. Ne, die Übung empfehle ich euch auch, entweder 10 Wiederholungen mindestens oder wieder auf Zeit zu machen. Das heißt, ihr geht in einen Push-Up, kommt hoch, der Push-Up ist langsam und kontrolliert und dann 1, 2, 3, 4, Mountain Climber. Alright, Push-Up to Mountain Climber. Wie gesagt, entweder auf Zeit oder ihr macht 10 bis 20 Wiederholungen insgesamt. Das heißt, ein moderaten Push-Ups, 4 schnelle Mountain Climber, 2 rechts, 2 links pro Bein und los geht's. Alright, hier Push-Up haben wir natürlich wieder die Brustmuskulatur und Mountain Climber, Core natürlich, bisschen die Beine, genau. Richtig geile Kraftausdauerübung. Einfach zwei Übungen miteinander kombiniert. Haut richtig schön rein, wenn man das ordentlich macht. Auch hier wieder, wie schon mal gesagt, achtet bei den Liegestütz drauf, egal wie weit ihr greift oder steht, dass die Ellenbogen nach hinten gehen und ihr die Schulterblätter zusammenzieht. Jawohl. Gibt man noch eine Wiederholung, dann reicht das auch, Dino. Und sehr gut. Alright. Dritte Übung sollte eigentlich in keinem Trainingsplan fehlen. Haben wir vorhin, gestern schon gemacht ein bisschen. Gestern haben wir das in einer etwas intensiveren Form gemacht als Jump Squat. Natürlich kann man den Squat auch so machen. Das heißt mit eigenem Körpergewicht. Das ist dann ein Air Squat. Das heißt, ihr stellt euch hüftbreit auseinander. Wie gesagt, achtet drauf, die Knie schön nach außen, nicht nach innen knicken zu lassen. Belastung ist auf der Ferse und dann tastet ihr euch langsam ran, alright? Ihr müsst nicht ganz so tief runter, sondern so, dass ihr stabil seid. Ich nehme immer gerne beim Squat die Hände nach vorne und ja, gehe so tief wie möglich runter. Habt die Belastung auf dem vorderen Oberschenkel, Gesäßmuskulatur und den Rückenstrecker. Alright, dann gebt ihr auch da entweder auch hier wieder 10 bis 20 Wiederholungen oder ihr macht das Ganze wieder auf Zeit. Wenn ihr so etwas wie eine Flasche zu Hause habt, ich nehme mal eine Flasche, dann könnt ihr auch gerne eine Flasche nehmen, eine volle. Ich habe in diesem Fall eine leere. Dann haltet ihr sie entweder hier oder ihr haltet zwei Flaschen hier so ein bisschen auf den Schultern. Dann habt ihr immer so ein bisschen Gegengewicht und geht dann von dort in den Squat.
wieder hier drauf achten. Gesäß Richtung Boden, Belastung auf der Ferse, Knie zeigen nach außen. Alright, Dino macht das Ganze jetzt mal ohne Flasche, ein paar Wiederholungen und dann korrigiere ich ihn gegebenenfalls. Aber ich glaube, der macht das schon richtig. Genau, sehr gut. Sehr schön zu sehen, Dino hält den Rücken schön gerade. Wenn ich jetzt in seinen Bauch drücken würde, sehe ich, dass er sehr angespannt ist. Ganz, ganz wichtig bei allen Übungen, ich wiederhole mich gerne, immer Bauch anspannen. Alright, der Bauch arbeitet immer passiv bei fast oder bei allen Übungen mit. Sehr schön. Moderat runter und dann kommt die etwas zügiger wieder hoch. Noch zwei Wiederholungen, Dino. Sehr gut. Super. Alright. Die nächste Übung werden Dips sein. Auch auf Englisch Tricep Dips, also Trizeps Dips für den Trizeps. Auch hier wieder, Bauch ist unter Spannung. Wenn ihr ein Sofa habt, was einigermaßen rutschfest ist, könnt ihr die Übung auch gerne auf dem Sofa machen, um das Ganze zu erschweren. Aber theoretisch braucht ihr gar kein Sofa. Ihr geht in Rückenlage auf den Boden, Arme lasst ihr schön gestreckt, Beine gestreckt, ist alles ein bisschen schwieriger. Das heißt, hier auch wieder Bauch anspannen, Gesäß anspannen. Ihr seht, ich habe eine gerade Linie, ich hänge hier nicht durch, eine gerade Linie. Und dann geht ihr nur in den Armen in die Beugung. Wenn das Ganze ein bisschen zu schwer ist, könnt ihr die Beine ein bisschen ranziehen. Fällt dann ein bisschen leichter und von hier diese Übung würde ich schon auf Zeit machen oder mindestens 20 Wiederholungen. Ansonsten ist sie nicht so anstrengend. Wie gesagt, habt ihr etwas wie eine Couch oder einen Stuhl, der nicht wegrutscht, ihr könnt den Stuhl sonst auch gegen die Wand stellen, könnt ihr das gerne auf einem Stuhl machen und dann geht die Übung richtig auch in den Trizeps rein. Gut. Genau, achtet hier bei der Übung drauf, dass die Wiederholung oder die Bewegung nur aus den Armen kommt, also keine Bewegung aus dem Nacken heraus. Wir sind hier kein Dudelmann, sondern nur schön aus den Armen. Ihr seht das, das zittert auch schön bei Dino, weil das ist sehr anstrengend, wenn man die Übung richtig macht. Die Übung soll auf diese Muskelpartie, also die Armrückseite, die Oberarmrückseite, dort wo der Trizeps liegt, da soll die Übung raufgehen. Wie gesagt, am Boden ist das ein bisschen schwieriger. Das verlangt schon ein bisschen Körpergefühl, aber wie gesagt, ihr habt alle einen Stuhl oder eine Couch zu Hause. Solange sie rutschfest ist und ihr nicht gerade auf Socken seid, könnt ihr die Übung gerne auch darauf absolvieren. Und noch ein, zwei Wiederholungen, Dino, dann reicht das auch. Super. Alright, wir gehen dann nochmal in den Side Lunge. Für die Oberschenkelmuskulatur oder für die Beinmuskulatur und auch ein bisschen für die Adduktorenmuskulatur. Das heißt, wir gehen einen Ausweichschritt zur Seite. Alright? Das heißt, ihr steht ganz, ganz locker mit leicht gebeugten Beinen, macht einen Ausweichschritt zur Seite, lehnt euch rüber auf das gebeugte Bein, schiebt Gesäß dabei nach hinten und drückt euch in die Mitte wieder ab. Und dann macht ihr das Ganze einfach zur Gegenseite. Ich stelle mich mal so in die Mitte, damit ihr das Ganze auch gut sehen könnt. Ein Ausfallschritt nach links zur Seite, schiebt Gesäß nach hinten, Belastung auf dem gebeugten Bein hier, drückt mich in der Mitte zusammen. Von dort einfach nur wieder auf die Gegenseite, in die Mitte zusammen. Alright, 5 bis 10 Wiederholungen pro Seite oder wie vorhin schon angesagt, das Ganze gerne auch auf Zeit. Alright, Dino, mach mal schön vor. Genau, perfekt. Auch hier wieder nicht mit dem Oberkörper einknicken, sondern permanent Spannung in Bauch und Gesäß und dann von links nach rechts kurz abdrücken. Genau, haben wir noch ein bisschen was für die Sprunggelenke, dass wir die ein bisschen mit einbeziehen. Und das ist eine richtig Hammerübung. Sorgt für Standfestigkeit, vor allem bei Fußballern. Eine tiefe Körperhaltung, feststehen, Bauch anspannen. Dann schubst euch keiner weg im Spiel. Sehr gut. Noch eine Wiederholung pro Seite, Dino. Sehr schön. Super. Alright, Dino. Wir gehen dann schon mal zur nächsten Übung über. Das sind Reverse Planks. Dafür würde ich gerne, dass du dich gleich auf die Matte legst. Ich mache das mal erstmal vor. Ihr legt euch dazu in Rückenlage auf eine Matte. Gleich geht die Belastung richtig krass auf die Oberschenkelrückseite. Eine der schwächsten Muskulaturen bei Fußballern. Das heißt, diese Übung gerne öfters machen.
Ne, wir wollen ja unsere Schwächen minimieren und unsere Stärken nochmal vergrößern. Das heißt, ihr stellt euch in Rückenlage hin auf die Matte, dann hebt ihr, wie gesagt, das müsst ihr auf Zeit machen, die Übung. Nehmt ihr einen Timer und dann geht ihr mit der Hüfte maximal hoch. Blick ist nach oben gerichtet und ihr seht das bei mir hoffentlich, dass ich steif wie ein Brett bin. Bauch ist angespannt, Gesäß ist angespannt. Und dann haltet ihr das Ganze einfach für ein paar Sekunden, legt euch einen Timer hin auf dem iPhone oder auf dem anderen Handy und dann, wenn es klingelt, setzt ihr ab. Und dann habt ihr eine richtig schöne Belastung für den unteren Rücken, für die Gesäßmuskulatur, aber vor allem für die Beinrückseite. Alright, lasst uns mal ausprobieren, Dino. Genau, ich nehme die Zeit für dich. Wir machen das mal jetzt 30 Sekunden. Sehr schön, hammermäßig. Sehr gut. Vergiss die Atmung nicht dabei. Niemals die Luft anhalten, sondern versuch gleichmäßig zu atmen, auch wenn es sehr, sehr doll zieht. Dino noch 8 Sekunden. Dann befreie ich dich. 4, 3, 2, 1 und gut. Sehr stark. Alright, liebe Leute, für die nächste Übung habe ich jetzt mir schnell ein Deuserband noch genommen. Ihr müsst die Übung zwangsläufig nicht mit einem Deuserband machen. Ich finde es halt effektiver, wenn man etwas zum Greifen hat. Fühlt sich dann halt natürlich an. Ihr könnt aber auch, keine Ahnung, in diesen Stiel nehmen oder einen Putzstiel, den ihr zu Hause habt, wenn das in euer Wohnzimmer oder Schlafzimmer passt oder im Balkon. Denn die nächste Übung ist ein Superman Pull. Das heißt, ihr begebt euch gleich für diese Übung in Bauchlage. Ihr greift das Band ungefähr schulterbreit. Alright, wenn die Übung losgeht, gehen die Beine maximal hoch. Ihr spannt euer Gesäß an. Ja, dadurch wird der untere Rücken entlastet. Die Arme lasst ihr gestreckt. Dann geht der Blick nach unten. Und wenn ihr das Band zur Brust zieht, neigt sich der Oberkörper nach oben. Alright. Hier atmen wir ein, hier aus. Alright. Ihr richtet den Oberkörper schön auf. Stange zur Brust. Oder Band zur Brust. Ihr könnt das Ganze, wie gesagt, ohne Stange machen. Ihr nehmt einfach den Blick nach unten gerichtet. Auch wieder hüftbreit greifen. Ganz wichtig, beim Hochführen Schulterblätter zusammenziehen. Beim Runterführen wieder ganz locker. Nicht die Spannung verlieren. Ja, Dino macht das einmal mal mit Band. Als Fußballer hat man ja hoffentlich ein bisschen Equipment zu Hause. Jawohl, und kann los. Ja, ihr seht das hier sehr, sehr schön. Dino hat seine Gesichtsmuskulatur angespannt. Die Beine sind permanent in Luft, also in einer guten Position. Und dann haben wir eine richtig schöne Übung für den oberen Rückenbereich. Hier Latissimus, Schulterblätter, Rotatorenmanschette. Das ist die Muskulatur, die unser Schultergelenk zusammenhält. Das heißt, richtig hammer Übung, gerade auch für Torhüter. Ne? Schaut genau hin, richtig geil. Könnt ihr auch entweder auf Wiederholung machen, empfehle ich wieder als Kraftausdauertraining 10 bis 20 Wiederholungen oder wie gesagt in eurem Workout eingeplant in den entsprechenden Belastungsintensitäten. Genau, noch 2 Wiederholungen, Dino. Sehr gut. Und gut. Hammermäßig. Okay, die nächste Übung wird eine Bauchübung sein für die Tiefmuskulatur und für die untere Bauchmuskulatur. Dafür, Dino, legst du dich gleich in Rückenlage, winkelst die Beine, nicht winkelst dich ein, sondern streckst sie Richtung Decke. Alright, dann könnt ihr euch oder darfst du gerne dich mit den Händen am Boden abdrücken. Wichtig ist, dass die Beine möglichst gestreckt bleiben. Dann führst du langsam ein Bein nach unten, nicht komplett absetzen. Wenn es bis maximal hier ist, ist das völlig okay. Ja, soweit euch der Rücken und der Bauch halten könnt. Ziel ist es nämlich, dass der untere Rücken ungefähr bis zu den Schulterblättern sich nicht vom Boden abhebt, wenn ihr die Übung ausführt. Alright, das heißt wieder Bauchnabel in die Matte drücken, langsam runter, etwas zügiger hoch. Schön kontrolliert. Entweder auch hier wieder auf Zeit oder auf Wiederholungen. Ich empfehle mindestens 5 Wiederholungen pro Bein, wenn ihr das auf Wiederholungen macht. Eher sogar fast 7 bis 10 Wiederholungen
pro Bein. Das heißt, es wären insgesamt 40 bis 20 Wiederholungen. Genau, perfekt. Und sehr gut. Ne, kontrolliert euch selber. Ne, hier ging der Unterrücken, hat er gerade selber gemerkt, leicht ein bisschen hoch. Aber perfekt, jetzt genau. Da darf kein Blatt zwischen eurem unteren Rücken und der Matte passen. Sehr, sehr gut. Die Übung wirklich auch langsam ausführen nach unten. Nicht das Bein fallen lassen, sondern durch hier die Tiefmuskulatur. Ihr merkt, wie angespannt das ist und es zittert. Abfangen. Sehr gut. Gibt einen richtig schönen, starken Chor. Sehr gut. Eine Wiederholung pro Seite noch. Sehr gut, mein Lieber. Sehr schön. Alright, dann bleiben wir auch gleich beim Chor. Dino kann gerne liegen bleiben. Ich lege mich mal neben dich. Und die nächste Übung wird ein Toe-Touch sein. Toe-Touch. Ich zeige euch erstmal die Übung an sich selber und dann zeige ich euch eine kombinierte Übung. Toe-Touch bedeutet Bein strecken und diesmal umgekehrt. Arme gestreckt und ihr wollt so nah mit den Händen zu den Zehenspitzen wie möglich. Ich habe ziemlich lange Beine, deshalb komme ich nicht ran. Kleine Ausrede, ne? Aber ihr wollt so nah wie möglich ran, lasst die Arme gestreckt. Ihr hebt nur die Schulterblätter kurz an und führt sie langsam wieder zurück. Alright, das ist eine etwas vereinfachte Form. Und dann gibt es eine etwas schwerere Form. Ich habe einfach zwei Übungen zusammengeführt. Ballert richtig schön rein. Könnt ihr wieder als eigene Übung oder wie gesagt in einem Workout auf Zeit. Ich mache zwei Toe-Touches und dann führe ich langsam Beine und Arme gleichzeitig auseinander. Ihr merkt, ich muss mich voll konzentrieren. Atmung wird schon schwerer. Zwei Toe-Touches, ein Jackknife. Hier empfehle ich maximal 10 Wiederholungen oder wie gesagt auf Zeit das Ganze durchzuführen. Alright, probiert euch mal daran aus. Dino zeigt euch jetzt erstmal, wie das geht und ich korrigiere ihn dabei. Let's go! Genau, erstmal die einfache Form, Toe Touches. Alright, Beine bleiben möglichst gestreckt, untere Rücken ist auf der Matte. Genau, und bleibt auf der Matte. Jetzt hat er es kombiniert. Zwei Toe-Touches, ein Jackknife. Nummer zwei war das. Ja, wir sind wieder hier schön in der Tiefmuskulatur bei den Toe-Touches. Und dann gehen wir von der Tiefmuskulatur schön in die gesamten oder geraden Bauchmuskeln. Genau. Ganz, ganz wichtig auch hier wieder. Nach unten führen, nicht absetzen. Ihr geht nur so weit auseinander, wie der Bauch und der Rücken es halten kann. Alright, perfect. Gut, eine Wiederholung noch, Dino. Richtig Hammer. Sieht richtig gut aus bei ihm. Und gut. Achtet auch hier drauf, nicht die Luft anzuhalten. Versucht gleichmäßig immer wieder zu atmen. Alright? Okay, letzte Übung, wofür wir in eine kleine Challenge gehen. Ich habe eine eigene kleine Challenge entworfen, wo ich mich jeden Tag immer ein bisschen pushe. Aber dazu gleich mehr. Letzte Übung, ich glaube, jeder kennt sie. Keiner mag sie, aber sie ist unnormal effektiv. Burpees. Ja, ich zeige euch heute drei Varianten, also drei Steigungsstufen von dem Burpee. Dino, magst du dich bitte kurz halten? Danke dir. Der normale Burpee ist mit den Händen runter. Ihr geht quasi in eine Liegestützposition, drückt euch hoch mit den Beinen vor und springt hoch. Einfache Stufe. Ihr könnt sie auch diese Übung wieder auf Wiederholung machen oder wieder in einem Workout selbst. 30, 40 oder 60 Sekunden Belastung mit der entsprechenden Pause. Nochmal, der normale Burpee. Hopp. Und hoch. Okay, jetzt gibt es einen halben Burpee. Ist nicht minder anstrengend. Man macht einfach mehr Wiederholungen. Gerade wenn man die Übungen auf Zeit macht oder die Übung auf Zeit macht, ist das vielleicht mal ganz geil, da noch mehr in den Ausdauerbereich zu gehen. Das heißt, ich mache einen halben Burpee, hopp, ich lege die Brust nicht ab und arbeite alles ein bisschen dynamischer. Ihr merkt, ich komme einfach auf mehr Wiederholungen, Herzfrequenz geht richtig hoch, wie so ein kleines Intervalltraining. Alright, Stufe Nummer zwei. Letzte Stufe, ihr merkt, ich keuche schon ein bisschen von drei Wiederholungen, aber wenn man sauber macht, ballert das, egal wie fit ihr seid. Das ist mit eurem eigenen Körpertraining. Ja, mit eurem eigenen Körper, den ihr trainiert, meine ich. Alright, letzte Stufe, ein Burpee mit Knee-Tuck. Was bedeutet das? Beim Hochspringen ziehe ich die Knie noch
mit an. Alright, ich guck mal, dass meine Hose sitzt, nicht, dass sie gleich alles wegrutscht. Na, mach nochmal hier zu. Und dann gehen wir wieder in einen halben Burpee. Beim Hochkommen ziehen wir die Knie noch mit an. Die Übung wieder maximal 10 bis 15 Wiederholungen oder gerne, wie viele Wiederholungen schafft ihr in 30, 40 oder 60 Sekunden. Bei 60 Sekunden empfehle ich halt ein moderates Tempo, dass ihr auch die 60 Sekunden durcharbeiten könnt. Dino, einmal alle drei Stufen, jeweils 3 Wiederholungen pro Stufe, würde ich sagen. Dann hast du einmal 9 Stück. Alright, hopp. Oh no, das war Nummer 1. Das ist der normale, jeder sein Speed. Alright, tastet euch, wie gesagt, langsam ran. Okay, das waren 3 normale, dann 3 halbe. Da könnt ihr schon ein bisschen schneller arbeiten. Achtet drauf, beim nach hinten springen, dass die Hüfte nicht einsackt, sondern ihr Spannung in Bauch und Gesäß habt. Ja, habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Letzte Übung, selbes Spiel. Wie gesagt, nach hinten springen, nicht durchhängen, aber jetzt werden nochmal die Knie mit angezogen. Let's go. Jawohl. Gut so. Jawohl. Hammermäßig. Sehr schön. So, Training haben wir fast geschafft. Jetzt kommt noch mal eine kleine Challenge zum Schluss. Probiert euch aus. Sendet uns gerne eure Videos dazu aus. Ich nenne das Plank Challenge, alright? Versucht mal jeden Tag ein bisschen besser, ein bisschen mehr zu werden. Wir starten heute mit 2 Minuten am Stück in der Planke. Jeweils 6 verschiedene Plank-Positionen für 20 Sekunden halten. Das Ganze kann man auch auf 3 oder 4 oder 5 Minuten ausbauen. Wir starten heute mit 2. Wenn ihr Bock auf mehr habt, schreibt uns. Dino, du startest gleich in dem Full Plank, also in der Liegestützposition. Ich habe hier gleich den Timer. 2 Minuten am Stück Plank. Wir haben das schon mal zusammen beim Training gemacht. Ohne Absetzen, wenn es geht. Wenn ihr zu Hause kurz absetzen wollt, um in die nächste Position zu kommen, setzt bitte schnell ab, schneller Wechsel, damit die Belastung auch schön intensiv ist. Alright, ich habe den Timer. 2 Minuten Planks. Ich sage euch, worauf es bei den Planks ankommt. Wir starten in der Liegestützposition in 2, 1, los geht's. Sehr, sehr gut. Eine gerade Linie. Blick ist nach unten gerichtet. Die Hände sind unter den Schultern, also nicht zu weit nach vorne. Hüfte ist oben und sackt nicht ein. 10 Sekunden, dann geht Dino in den Unterarmschütz, in den Low Plank. In 5, 4, 3, 2, 1 und Unterarmschütz. Perfekt, sehr guter Wechsel, muss man auch nicht absetzen. Auch hier wieder eine gerade Linie. Die meisten, Dino, wir machen es mal kurz falsch, knicken hier ein, wollen wir nicht, sondern hier eine gerade Linie. Wenn ihr merkt, dass die Belastung zu hoch ist, dann lieber Gesäß ein bisschen höher. Alright, bevor es in den unteren Rücken geht. Dino, Side Plank in 2, 1. Alright, ihr dreht euch auf einen beliebigen Arm. Gut, genau, Seitstütz. Wichtig ist, Hüfte nach vorne schieben. Hüfte nach oben schieben, Gesäß nach vorne schieben. Füße sind aufeinander. Alright, und wir wechseln die Seite in 3, 2, 1 und einmal drehen. Die Gegenseite. Wir haben jetzt gerade eine Minute voll, 3x20 Sekunden, jetzt folgen die letzten 3x20 Sekunden. Noch 10 Sekunden, Dino, und dann in den Unterarmstütz und dann hebst du das linke Bein an und hältst. Alright, in 2, 1 und los geht's. Genau, linkes Bein anheben, schön halten, auch hier wieder darauf achten, nicht zu tief mit der Hüfte, sondern eine gerade Linie, optional. Lieber Gesäß ein bisschen höher, bevor ihr nach unten einbrecht. 4, 3, 2, 1 und Seitenwechsel. Perfekt. Die letzten 20 Sekunden laufen bereits. 2 Minuten Planks. Haut schön rein. Achtet immer drauf, eine gerade Linie. Wenn ihr einen Spiegel habt, kontrolliert euch gerne zu Hause in den Spiegel oder lasst euch von eurem Partner oder Kollegen korrigieren. Und wir sind durch in 3, 2, 1. Hammermäßig. Das waren jetzt 2 Minuten Planks. Das Ganze kann man auch auf 3 Minuten ausbauen, auf 4 oder 5 Minuten. Startet aber gerne mit den 2 Minuten und dann seid ihr gut dabei. Ihr kommt gut durch die fußballfreie Zeit, stärkt euren Core, geht regelmäßig laufen und ja, dann wünschen wir euch viel Spaß mit den Übungen. Danke, Dino.